ob der noch lebt. At least they won't stay trapped in this cave. Leonor. Stanley, I can see the lockbox. It's empty. The crasher must have broke open. All the case files, all the information. My diary. You have to find him. You have to find everything. If anyone comes, Stanley, if anyone comes, they can't find out who we are. Bollocks. All this time, we've been so careful. Was nun, ne? Aber jetzt weitergehen, ne? Mal gucken. Oh, what now? My God. No, 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 no. Shit! Ich glaube, ich bin gleich tot und Mist aber auch.
Ich hoffe, dass das Spiel einen Rücksitzpunkt hat und dass ich von da wieder weitermachen kann vom Rücksitzpunkt. Mal schauen. Gleich dort. Oh wei, oh wei, oh wei. Lauf. Lauf, Junge, lauf. Komm schon, schaffst du noch. Komm, 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 nicht vorher sterben. Nicht sterben vorher, bitte nicht sterben. Gott sei Dank. Oh, Mann. Stop thinking about the dream. We were flying in the plane, but I wasn't afraid. I was giddy with excitement because we were flying back to Ireland. Stanley dove the plane so fast I could feel my stomach floating, and we were laughing like we haven't laughed in ages. As we dipped out of the clouds and swooped in over the ocean, I could see the white cliffs and green hills. Stone walls and hedges divided the patchwork fields dotted with livestock. And our tray welcoming us home. Then I woke up in this hot, filthy room, dripping with sweat. Stanley's still sleeping. No nightmares, thank God. Maybe it's my turn. Ich weiß nicht, wie groß das Spiel ist an sich, ne? Von daher mal schauen. Shit. I'll never break through that ice. Nicht? Ah, ja, nicht rumrennen immer.
Okay, dieser werden wir sterben, glaube ich. Ich komme nicht raus hier. Das war so nicht geplant. Scheiße. Ich hoffe, es gibt einen Rücksetzpunkt. Oh, Scheiße, ich sehe nichts mehr. Ist irgendein Ausgang? Lass mich raus hier. Scheiße. Mann, das war's, glaube ich. Ich sehe nichts mehr. Was ist denn das? Wieder aufgetaucht. Was mache ich bloß jetzt? Ich muss da irgendwie was machen. Nein, da hinten ist was. Da ist was. Mal gucken. From our journal. Mother's crying in the next room. She says it's because she's happy, but I don't believe her. My father is getting out of prison. My friends protest the unlawful imprisonments, but I wish they'd kept Mike O'Shea locked up forever. Life in prison isn't long enough for him. It would kill my mother if she ever read this. What if Michael ever read it? Would it kill him? Or would he kill me? Well, the violence didn't stop when he was on the inside. But at least when I read about something terrible in the paper, I knew my father wasn't the cause. But now, God help us all.
Wir merken es mal 3128. Thin ice. I've got to be careful. Stanley took me to this lovely old tree on the cliffs overlooking the sea. Okay. It was just the perfect spot. Then I saw there were notches carved into the trunk. I pointed them out to him and asked him how many other girls had he brought here. Stanley laughed and said when he was just a lad, he and his da would come to the same spot for picnics, and Paddy would notch the tree to show how much Stanley had grown. I turned as red as a beetroot and muttered some kind of apology. When we sat down to eat lunch, I saw another notch at the base of the tree. When I asked him what that one was for, he winked and said, Margaret Kane. If she knew I was reading her journal, she'd just... Don't even think it.
Okay, so weit, so gut, ne? Yo. Mist, 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 ey. Schwierig, ey. Mann, Mann, was soll ich machen, ey? Ich komme nicht so weit. Ich hänge immer wieder irgendwo fest, weil ich untergehe oder friere. Weil ich irgendwie aufhalte. Wärme, erfriere ich immer. Das ist doch schwierig. Mist. Hart.
So, meine lieben Leute, das war schon wieder an. War nur ein angespielt gerade mal. Ich hoffe mal, es funktioniert alles gut. Euch gefällt das Spiel. Wenn es euch gefallen sollte, schreibt mir doch bitte. Weil nur für mich alleine spiele ich ja ungern sowas. Okay, macht Spaß. Trotzdem, also Spaß macht. Es ist interessant, sagen wir so. Die Grafik ist okay, auch wenn es ja viel Glitzerei ist und sowas, aber es ist halt Eis alles, ne? Und das ist nicht schlecht. Und mir gefällt das Spiel eigentlich soweit. Ich glaube, ich werde es weiter spielen. Ich weiß nicht, welchen Abstand ich das spiele. Ich habe noch Siberia und ich habe auch noch Long Journey Home auch noch am Laufen. Und mal gucken. Wenn es euch gefällt, schreibt mir das doch gerne. Würde mich freuen und danke schön fürs Zuschauen erstmal. Das war nur angespielt erstmal nur. Ich werde jetzt zwei Teile rausmachen und dann schaue weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis später dann. Und meldet euch oder schreibt mir einfach Nachricht. Wenn es euch gefallen sollte, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine Nachricht gibt. Und sagt für die Qualität vom Bescheid, wie die Qualität war vom Spiel und so weiter. Und wie stark es geruckelt hat oder ob es geruckelt hat und so ein Kram alles. Einfach Bescheid sagen. Ich lese mal alles schön durch. Und wenn die entsprechend Sachen machen, vielleicht erhöhe ich die Grafik, wenn es nicht ruckelt oder. Ich tue die Grafik runterschalten, damit es nicht mehr ruckelt, je nachdem, was ihr mir sagen tut. Und dann eure Meinung zum Spiel. Das heißt Fidelio Incident, also Fidelio Unfall. Und ja, sagt mal, was euch dazu einfällt, wie es euch gefallen tut allgemein. Mir gefällt die Sprache gut, also ist die schauspielerische Sprache. Wie sprechen das Ganze passt sehr gut zusammen. Finde ich wenigstens, die Grafik ist ansehnlich soweit. Finde ich besser als bei Long Journey zum Beispiel. Finde ich sogar die Grafik besser hier. Und gut, dann muss ich jetzt Zettel sammeln und dann kann man Codes und dann kann man die Tür noch machen später. Also auch ein enges Rätsel ist auch dabei, aber hauptsächlich suchen und einsetzen von Sachen. Vielen Dank fürs Zuschauen, erstmal soweit, Dankeschön und bis später. Und wenn es euch wie gesagt gefallen hat, schreibt mir eine Nachricht, ich würde mich freuen. Und wir gucken uns dann vielleicht einen Bunker an, nochmal, ob wir in einem Bunker, den ersten. Ob wir vielleicht eine Karte haben oder sowas, ich mal schauen, wo ich sie herkriege.